Investments und Exits. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Eva Güte und ich habe jetzt die Nachmittagsausgabe mit der Rubrik Investments und Exits für euch. In dieser Rubrik laden wir immer täglich einen Experten aus der VC-Szene ein, um interessante Finanzierungsrunden und Exits zu besprechen. Heute begrüßen wir Jenny Dreyer, Investment Manager bei EQT Ventures. Es geht im Talk um zwei Themen, denn Boom erwirbt Lemon One. Die Plattform bringt Unternehmen und Fotografen auf intelligente Weise zusammen und schafft so eine unglaublich bequeme Möglichkeit, Fotokurzfilme zu buchen und die Erstellung von Inhalten zu verbessern. Und Spotify erwirbt Sonantic. Der Name Sonantic ist vielleicht nicht jedem bekannt, aber vielleicht habt ihr die Arbeit des Unternehmens mal gesehen. Das Unternehmen wurde gegründet, um KI-basierte, realistische Sprachdienste für Spiele und Unterhaltungsumgebungen zu entwickeln. Das klingt sehr, sehr vielversprechend. Jetzt folgen noch ganz kurz die Verbraucherhinweise und dann geht es auch schon los. Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Sendinblue. Sendinblue ist Europas führende All-in-One-Plattform für digitales Marketing und passt zu Unternehmen jeder Größe. Mit einer Marketing-Automation-Plattform und Kanälen wie E-Mail, SMS, Landingpages, Chat-Tools und einem CRM bietet Ihnen Sendinblue alles, was Sie für Ihr erfolgreiches und digitales Bestandskundenmarketing benötigen. Und das mit deutschem Support, DSGVO-konform und zu einem fairen Preis. Jetzt auf de.sendinblue.com/podcast mit dem Gutscheincode StartupInsider2021 im Wert von 49 Euro registrieren und deine Marketingaktivitäten einen Monat lang gratis von nur einer einzigen Plattform aus steuern. Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Investments und Exits. Ja, ich freue mich sehr. Jenny Dreyer ist wieder hier von EQT Ventures. Hallo Jenny. Hallo Jan. Freue mich sehr, dass wir wieder sprechen. Und ja, tolle Themen hast du mitgebracht. Aber vielleicht, wie immer, bevor wir einsteigen, ein paar Sätze zu euch, oder? Gerne. Ich bin Teil des Berliner Investment Teams von EQT Ventures. Wir sind ursprünglich ein schwedischer Fonds, aber in ganz Europa und in den USA aktiv. Mit Fokus auf Series A, aber einem relativ breiten Mandat und einem sehr bunten Portfolio mittlerweile in Deutschland. Und ich gucke ja mal auf Crunchbase, bin da über euch gestolpert in den letzten Tagen, über ein Unternehmen, über das hatte ich mit Christian Mehrmann, glaube ich, schon mal gesprochen, von Cherry Ventures. Da gab es eine Riesenrunde, da seid ihr auch beteiligt, ne? Genau, es geht um Juni. Juni ist eine Neobank für E-Commerce-Spieler und die haben tatsächlich jetzt in sehr, sehr kurzer Zeit recht viel Geld geraced. Unsere Runde ist auch noch gar nicht so lange her und jetzt haben sie nochmal, wir haben die Series A gemacht und jetzt nochmal eine sehr, sehr große Series B raisen können mit 100 Millionen US-Dollar in Equity und einer ziemlich großen Debt-Facility. Ziemlich cool. Ja, genau. Also die Geschwindigkeit ist halt beeindruckend. Ne? Ich glaube, die Runden sind jetzt irgendwie alle, die größeren Runden alle passiert innerhalb von einem Jahr und jetzt hier über 200 Millionen. Also klingt schon stark, muss ich sagen. Aber dann lass uns mal einsteigen in die Themen, die du mitgebracht hast heute. Also es bewegt sich was am, man kann fast sagen, es wird ein M&A-Markt, ne, der VC-Markt. Ja, da passiert tatsächlich einiges. Gerade heute wurden mehrere Akquisitionen und Merger announced. Eine davon ist Boom, die italienische Plattform Boom hat Lemon One, eine Berliner Fotoplattform, gekauft. Und also ich kannte Lemon One jetzt tatsächlich nur vom Hörensagen. Ich hatte die, glaube ich, noch nicht im Podcast. Ich muss noch mal schauen, aber ich hoffe, ich trete jetzt keinem zu nahe. Kann die nicht so richtig, aber das passt ganz gut zusammen eigentlich erstmal, ne? Ja, total. Also Lemon One ist eine Plattform, die Unternehmen mit Fotografen verbindet. Du kannst über die Plattform Fotografen buchen, egal wo. Und das Ganze wird dann automatisiert über die Plattform an dich zurückgespielt. Das macht es für zum Beispiel Unternehmen wie Airbnb, nicht, dass ich wüsste, dass sie jetzt Kunde sind, aber für Unternehmen im Real Estate-Bereich oder auch Food-Delivery-Spieler sehr, sehr einfach, viel Fotoproduktion an unterschiedlichen Orten schnell zu streamlinen über diese Plattform. Und Boom, also ich habe auch so ein bisschen an Vectornator, da haben wir, glaube ich, auch drüber gesprochen, euer Unternehmen, ne? Also das ist schon irgendwie so ein ganz sagen wir, der visuelle Markt ist insgesamt recht spannend, aber Lemon One macht einen tollen Eindruck, finde ich. Ja, absolut. Und Boom hat mit einem ganz ähnlichen Produkt
gestartet in einer anderen Geografie. Und ich glaube, auch das ist gerade ein sehr spannender Faktor gewesen, auch für Boom jetzt in der Akquisition. Boom ist eine italienische Firma und hat auch im südeuropäischen Markt gestartet. Und ursprünglich eben mit einem ganz ähnlichen Produkt, ist dann aber stärker auf eine Software-Plattform gegangen. Also nennen es jetzt Visual Production Software, die noch deutlich mehr bietet als dieser reine Marktplatz für Fotografen, sondern hilft das Unternehmen eben seine ganzen Visual Productions zu streamlinen über die Plattform. Genau, so ein bisschen vielleicht auch wie Canva, ne? Also ich habe damals mit Vectornator habe ich irgendwie an Canva gedacht und ich glaube auch hier ist so, also Canva ist ja so, glaube ich, so das Aushängeschild in diesem ganzen Segment für eine Multi-Billion-Dollar-Company mittlerweile, ne? Ja, genau. Canva ist ja noch, also ich glaube, Boom ist stärker für Fotografie immer noch ausgerichtet. Also mittlerweile gibt es auch andere Visual Production, die man darüber abbilden kann, aber hauptsächlich die kommen eben aus der Fotografie, auch wenn man sich die Kunden anschaut. Unternehmen aus dem Immobiliensektor, Unternehmen aus dem Food Delivery, das sind eben Unternehmen, die sehr, sehr viel Fotografien brauchen. Und darauf ist immer noch der Fokus. Einen großen Competitor gibt es in Europa noch, der schon über 200 Millionen auch geraced hat, das ist Miro aus Frankreich, kennt man vielleicht. Also da passiert sicherlich gerade einiges in dem Markt. Und jetzt wollen wir hier nicht jeden Tag den Markt schlecht reden, ne? Aber zeitgleich, also so ein Unternehmen wie Lemon One, das könnte auch sein, dass, also wir haben jetzt gerade so eine Zeit, wo Unternehmen, wo das Geld irgendwie nicht mehr so fließt wie vor einem Jahr noch oder einem halben Jahr noch, ne? Und ich weiß jetzt nicht genau, ist Lemon One so ein Unternehmen, wo du sagst, die sind nah genug am Cashflow, um aus eigener Kraft dann zu wachsen oder die Unternehmen noch, die Investoren noch zu überzeugen? Ja, ist nicht ganz einfach zu sagen. Also es ist jetzt 3 Jahre her, dass Lemon One von Acton und Red Alpine geraced hat und sicherlich war da jetzt auch wieder ein Finanzierungsbedarf da. Ob das jetzt ein sogenannter Fire Sale war, möchte ich mir nicht anmaßen zu urteilen, aber dass hier also in so einem Markt eine Konsolidierung passiert und gerade auch in einer Zeit, wo das Fundraising nicht mehr ganz so einfach ist wie noch letztes Jahr, ist das eine Mutmaßung, die sicherlich nicht ganz unberechtigt kommt. Ja, na, ich möchte jetzt auch, wie gesagt, niemand zu nahe treten, ne? Aber es ist tatsächlich, wenn man sich so die Investments Zyklen anguckt und vor 3 Jahren dann, also entweder ein Unternehmen ist schon aus der, kann schon aus eigener Kraft irgendwie laufen oder man muss halt wieder Kapital raisen. Das könnte ich mir gerade für solche Modelle im Moment schwer vorstellen. Gut, aber hoffen wir mal, dass es ein guter Sale war auf jeden Fall und kein Fire Sale und dass irgendwie alle Beteiligten glücklich sind. Exit ist ja erstmal ein Exit, ne? Kann man sich ja wahrscheinlich trotzdem freuen. Absolut, es ist sicherlich, man hat heute das Team von Lemon One auf LinkedIn feiern sehen und ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr, sehr ernst gemeinte Party, die da feiern und da kann man ihnen auch nur zu gratulieren. Wobei ja auch Boom, hatte ich gelesen im Artikel, auch glaube ich nur 15 Millionen insgesamt eingesammelt hat, ne, wenn ich es richtig weiß. Also das heißt so richtig, also entweder die sind ein total lukratives Modell schon oder sie hatten auch noch nicht so richtig tiefe Taschen zum für so eine Übernahme. Also gut, aber du hast noch ein anderes Thema mitgebracht, auch eine Übernahme und da seid ihr sogar involviert, ne? Ja, genau. Es geht um die britische Plattform Sonantic. Sonantic wurde von Spotify akquiriert und das wurde heute announced. Sonantic hat eine Technologie entwickelt, die künstlich Stimmen generiert aus Text und das Ganze bei dieser Generierung von Stimmen aus Text ist immer die Frage, wie realistisch ist es und wie schnell geht das? Und auf beiden Dimensionen sind sie sehr, sehr stark. Wenn neugierig ist, gerne mal auf die Website gehen, da kann man so Beispiele hören und das ist tatsächlich sehr, sehr beeindruckend, wie gut diese Stimmengenerierung funktioniert. Ja, ich hatte tatsächlich in den letzten Tagen immer wieder mal Artikel gesehen, unter anderem, weil sie jetzt im neuen Tom Cruise, in dem Top Gun Remake irgendwie auch involviert waren, ne? Und das wurde tatsächlich so ein bisschen erklärt, wie man halt eben diese Stimmen verjüngt hat, glaube ich, ne? Genau, es ist noch dramatischer eigentlich. Die Stimme von Val Kilmer, der einer der Schauspieler, hatte Rachenkrebs oder Stimmbandkrebs, ich weiß gar nicht ganz genau, was es war, und konnte deswegen seine Stimme nicht selbst sprechen. Und daraufhin wurde die eben künstlich generiert, was natürlich einerseits für Amazon Studio, also die Produzenten hier, sehr, sehr hilfreich ist, andererseits auch natürlich sehr emotional. Ja, total krass. Das war mir jetzt so nicht bewusst, ja. Und dann aber trotzdem mal, also ja, das klingt ja jetzt erstmal, als wäre es eine Technologie, die wirklich schon da ist, wo sie hin will, aber was will sie jetzt bei Spotify?
Ja, spannende Frage. Im Moment arbeiten Sie mit Gaming-Herstellern, mit Unterhaltungsumfeld, also viel B2B. Und jetzt wurden Sie eben von Spotify übernommen. Spotify sagt nicht klar, was Sie damit vorhaben. Es gibt so ein paar Kommentare und Mutmaßungen. Es ist alles noch sehr vage. Aber man sieht ja, wie sehr Spotify in den letzten Jahren auf Podcasts und Podcaster gesetzt hat. Also den Podcastern hier ein Tool zur Verfügung stellen, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Auch arbeitet Spotify immer stärker auch für Applikationen wie zum Beispiel im Auto, wo man eben nicht die Möglichkeit hat, seinen Screen, Touchscreen zu verwenden unbedingt. Das heißt, mehr auch über Stimme gesteuert werden muss und Stimme verwendet werden muss. Das heißt, sicherlich gibt es da viele unterschiedliche Applikationen. Was genau Spotify vorhat, ist noch unklar oder kommentieren sie nicht genau. Aber so oder so, glaube ich, ein spannender strategischer Fit. Naja, jeder rätselt ja so ein bisschen, wie sich Spotify generell weiterentwickeln kann. Ne? Sie haben ja irgendwie angekündigt, sie möchten, glaube ich, in 5 Jahren oder so 1 Milliarde Nutzer haben und sehen dann einen riesen Addressable Market gerade. Aber das kann ja nicht das Modell sein, mit dem sie gerade an den Markt gehen. Deswegen ist vielleicht Video oder so vielleicht ein Thema. Ne? Zeitgleich Podcast. Braucht man dafür eine Val Kilmer-Stimme? Ich weiß gar nicht genau. Wahrscheinlich eher nicht, oder? Nee, aber es wäre ja schon, also stell dir vor, ich verspreche mich jetzt und statt, dass du mich nochmal anrufen musst und das Interview nochmal aufnehmen musst, kannst du einfach den Satz künstlich generieren. Das hat schon viele spannende Anwendungsmöglichkeiten. Oh je, oder das ist ja wirklich die Deepfake-Anwendungen sind ja, das lädt ja wirklich zum, oh je. Also, absolut. Ja, aber wirklich sehr, sehr spannend. Ja, das war ja auch gerade ganz interessant, bei Google wurde jetzt gerade ein Mitarbeiter beurlaubt, der behauptet hat, dass die KI von Google Emotionen hat, ja, und das hat Google dementiert. Und das ist natürlich super spannend, wenn man sich jetzt KI und künstlich generierte Stimmen vorstellt. Das kann ja also fantastisch werden für ein Spotify, die aber sagen, liebe KI, produziere uns mal Podcast am laufenden Meter auf höchstem Niveau, ne, mit tollen Stimmen. Ja. Und ich wiederhole mich, aber ich würde jedem empfehlen, mal auf die Website zu gehen, das mal auszuprobieren. Man kann tatsächlich sowohl die Geschwindigkeit des Gesagten anpassen, man kann die Emotionen anpassen, man kann die Stimmhöhe anpassen, wenn nötig. Also schon die Grundqualität ist sehr, sehr hoch, aber wenn man das Endergebnis sich da von so einem künstlich generierten Dialog anhört, das ist wirklich täuschend echt. Und klar kann man sich auch vorstellen, was man daraus auch an negativen Nutzung Möglichkeiten sich denken kann. Aber es gibt auch so viele coole Beispiele für hilfreiche Anwendungen, wie zum Beispiel unser Interview hier. und deswegen glaube ich, eine ganz, ganz coole Technologie. Total. Und also das klingt ja jetzt erstmal nicht nach einem Fire Sale, ne? Aber jetzt so ein typischer Investment Case. Man sagt ja immer, es soll ein Fund Returner sein können. Ne? Jetzt habe ich, also wurden hier Zahlen announced? Zum Kaufpreis kann ich auch nichts sagen, wie du dir vorstellen kannst. Aber ja, es ist noch eine relativ junge Company gewesen. Wir haben jetzt auch erst vor 2 Jahren in eine Seed-Runde investiert. Und dadurch hat man immer so ein lachendes und weinendes Auge. Einerseits weinend, weil man wäre gerne länger dabei gewesen. Und das ist definitiv eine Company, die es auch alleine geschafft hätte, sehr, sehr gut weiterzuwachsen und andere Möglichkeiten der Finanzierung gehabt hätte. Andererseits ist es natürlich auch ein toller Outcome für die Gründer, ein super strategischer Fit. Gerade hier haben wir auch ein gemischtes Gründerteam, also eine weibliche Gründerin und ein sehr attraktiver Exit hier. Und das freut mich natürlich nochmal umso mehr. Und also vielleicht sprechen wir jetzt nicht konkret über den Case, weil das kannst du wahrscheinlich nicht beantworten, aber generell hat man dann immer wieder mal so Konflikte im Team zwischen Gründern und Investoren, weil du jetzt gerade sagst, lachendes und weinendes Auge, dass also die einen sagen weitermachen, die anderen sagen verkaufen oder umgekehrt. Also gibt es diesen Konflikt häufig? Ja, die Diskussionen gibt es bei ganz vielen Exits und das ist auch ganz normal, dass die Diskussionen so geführt werden im Board. Da haben auch oft Investoren unterschiedliche Meinungen. Unsere Meinung ist da eigentlich immer, das zu tun, was die Gründer wollen, denn würde man den Gründern jetzt den Exit verwehren, den sie gerne gehabt hätten, dann wird man, glaube ich, mit dem Board auch nicht mehr glücklich. Also ich
ich glaube, aus unserer Sicht ist es da immer der richtige Weg, mit den Gründern zu gehen. Nee, man hat ja, glaube ich, manchmal immer so dieses Thema auch, dass man dann irgendwie anfängt, so Secondaries noch zu machen, damit die Gründer irgendwie schon mal so ein paar Schäfchen im Trocknen haben und dann eben nicht mehr dieser, was nicht, Möhre hinterher rennen. Ne? Aber also jetzt hier wahrscheinlich ist es auch so eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity, ne? Ja, ich glaube auch eine starke Brand und eine Möglichkeit auch für Sonantic, sich da cool weiterzuentwickeln. Da gibt es sicherlich, genau wie du sagst, noch so Tricks, die VCs aus dem Hut zaubern können. Aber in diesem Fall haben wir da absolut gesehen, warum das auch Sinn macht. Du, dann vielleicht zum Schluss noch, wo wir schon bei Spotify sind, habe ich gedacht, wir müssen mal ganz kurz über deinen Podcast noch reden, oder? Ich habe gesehen, es ist eine neue Folge draußen. Ja? Genau. Endlich nach einer kleinen Pause ist wieder eine neue Folge draußen. Es geht um meinen Podcast Tabula Rasa, wo wir über die Zukunft der Bildung sprechen. Ja, toll. Und den aktuellen Gast kenne ich auch gut. Der war auch schon 2-3 Mal hier im Podcast. Aber kannst du ja kurz erzählen. Der aktuelle Gast ist Frederik Harcourt, ist der Gründer der Plattform Cleverly. Der bringt Mentoring und Nachhilfe für Schülerinnen und Schüler zusammen. Sehr umtriebiger Gründer und hat auch schon viele, viele andere Dinge gemacht in den letzten Jahren. Unter anderem berät er auch die Bundesregierung über seine Initiative Deutscher Digitaler Bildungsanbieter in Fragen der digitalen Bildung. Und genau darüber sprechen wir in dem Podcast. Ich habe es noch nicht gehört, höre ich mir jetzt gleich auf dem Heimweg an, aber auf jeden Fall, Frederik ist sehr unterhaltsam, glaube ich. Deswegen, da erwarte ich auf jeden Fall viel Spaß gleich beim Zuhören. Cool. Du, dann ganz lieben Dank, dass du da warst, Jenny, und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Danke dir, Jan. Bis zum nächsten Mal. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Ganz herzlichen Dank an Jenny Dreyer von EQT Ventures und Jan Thomas. Die beiden haben 2 sehr interessante Themen genauer beleuchtet, denn Boom erwirbt Lemon One und Spotify erwirbt Sonantic. Sehr, sehr interessante Einblicke, die ihr uns da gegeben habt. Vielen Dank für das Interview. Und hier endet auch unsere Nachmittagsausgabe von Startup Insider Daily und damit auch unser heutiges Programm. Moderiert hat die Ausgaben heute für euch Eva Güte. Ich wünsche euch einen tollen Restnachmittag und hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Diese Folge wurde präsentiert von Sendinblue, deine All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Sichere dir also mit dem Gutscheincode StartupInsider2021 unter de.sendinblue.com/podcast dein Premium-Paket im Wert von 49 € für einen ganzen Monat.